Deutschland will nicht in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden. Das betont der Bundeskanzler bei jeder Gelegenheit. Aber Experten sagen, Russland ist längst im Krieg mit Deutschland und dem Westen. Die Waffen der Wahl in Putins verdecktem Krieg, Cyberattacken, Sabotage und Lauschangriffe. Jüngstes Beispiel, die Abhöraffäre um ein Gespräch von Bundeswehroffizieren zum Taurus. Wenig Aufwand mit maximalem Imageschaden für Deutschland. Seit dem Ukraine-Krieg gerät der Westen und besonders Deutschland als zweitgrößter Unterstützer der Ukraine verstärkt ins Visier von Russlands Geheimdiensten. Wie gefährlich ist diese hybride Kriegsführung? Und was hat der Westen dem entgegenzusetzen? Wir fragen Russlands hybride Angriffe. Ein Schattenkrieg gegen den Westen. Herzlich willkommen zu Auf den Punkt. Meine Gäste heute. Maria Sannikova-Frank leitet seit November 2017 das Russland-Programm am Zentrum Liberale Moderne. Silvia Stöber, freie Journalistin und Redakteurin im Ressort Investigativ bei Tagesschau.de. Sie hat das Buch geschrieben Mord im Tiergarten, Putins Staatsterror in Europa. Und Rüdiger von Fritsch, Botschafter AD, zuletzt in Moskau und von 2004 bis 2007 Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes, BND. Die Experten wissen es längst, die Politik weiß es offensichtlich noch nicht. Russland führt seit Jahren einen Krieg gegen den Westen. Das ist ein verdeckter Krieg. Warum wird diese Bedrohung bisher so wenig ernst genommen? Ich denke, sie wurde lange nicht ernst genug genommen. Und Putin ist es immer über Jahre noch gelungen, die deutschen Regierungen in dem Gefühl zu wiegen, dass man als Deutschland was Besonderes ist, dass man eine besondere Beziehung zu Russland hat, dass man eben ja auch diese engen Wirtschaftsbeziehungen hat. Und da hat man vieles übersehen, was jetzt erst wirklich sichtbar geworden ist, aber was letztlich schon 2008, spätestens mit dem Krieg Russlands gegen Georgien, deutlich geworden ist, dass es ein sehr aggressiver Staat ist, der Macht nach innen und nach außen projiziert und damit auch feindlich letztlich gegenüber uns ist. Herr von Fritsch, Sie waren in führenden Positionen verantwortlich seit einigen Jahren, vielen Jahren. Wie sehen Sie das? Warum wird das nicht ernst genommen? Wir denken in unserer Debatte, in unserer Politik zu stark ausschließlich in unserer Logik. Das ist natürlich zum einen richtig, zum anderen aber können wir uns am besten mit der Bedrohung, vor der wir stehen, der Herausforderung auseinandersetzen, wenn wir in der Logik der anderen Seite denken, in der Logik des Kreml, in der Logik vor allem Wladimir Putins, er ist der Einzige, der in dem Land abschließend irgendwas zu sagen hat. Und das fehlt bislang bei uns. Und damit fehlt auch ein Sicherheitsbewusstsein. Beispielsweise, wir haben es in dieser Taurus-Affäre gesehen, wenn eines daran überraschen kann, dann ist es, dass man überrascht war, dass die russischen Geheimdienste uns abhören. Das ist selbstverständlich, davon müssen wir ausgehen. Wir müssen stärker uns in den Kopf der anderen Seite versetzen und dann können wir diese Auseinandersetzung, denke ich, auch sehr erfolgreich bestehen. Aber kommt diese Einsicht nicht ein bisschen spät? Naja, es liegt in der Natur der Sache, dass man von seinem eigenen Standpunkt ausgeht. Dazu gehört auch, dass es Russland ja immer wieder erfolgreich gelingt. Insofern ist das, was Sie eingangs gesagt haben, richtig. Russland sieht sich in einer Auseinandersetzung mit uns fundamental, dass diese Auseinandersetzung vom russischen Denken bestimmt ist, dass es darum geht, unsere Freiheit, Sicherheit, unsere demokratische Ordnung zu bedrohen und dass es ihm immer wieder gelingt, mit einem klassischen Mittel russischer Innen- wie Außenpolitik erfolgreich zu operieren, nämlich Angst zu verbreiten. Nicht? Russland hat drei große Exportgüter, fossile Energieträger, Waffen und Angst. Mhm. Angst im Innern, um die Menschen zu ducken und immer wieder Angst bei uns zu sehen. Deswegen diskutieren wir darüber, wie gefährlich ist das, plant Russland einen Krieg gegen uns. Das sind die Themen, mit denen er uns beschäftigen will. Ist das eines der strategischen Ziele von Putin? Was? Die Angst zu schüren. Angst, ja. Und ich würde in der Vorsetzung oder Ergänzung dessen, was Herr Fritsch sagt, also wir waren zu sehr in unserer Logik, in unseren Prämissen verhaftet. Aber ich würde sagen, dass dieses Festhalten an Wunschdenken dauerte sehr, sehr lange. Wenn man Stationen und Zäsuren und unmissverständliche Zeichen sieht in den letzten
würde ich sagen, ich würde als erste Zäsur Putins Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, wo er wirklich unmissverständlich Konfrontation mit dem Westen angekündigt hat, coram publicum. Dann 2008 Aggression, Krieg gegen Georgien. Dann Vergiftungen von Opponenten im westlichen Ausland. Also die Bandbreite von Instrumenten, mit denen diese Konfrontation geführt wird, war uns bekannt. Die Journalisten haben uns all die Zeit darüber gewarnt und darüber aufklärt und berichtet. Und ich glaube, abgesehen von unserer Verhaften in dieser Logik des Kompromisses, hatten wir Angst vor Schlussfolgerungen. Schlussfolgerungen politischen, wirtschaftlichen, energiepolitischen. Ich möchte da mal kurz einhaken mit Ihnen, Herr von Fritsch. Sie waren auch beteiligt an den Verhandlungen zur G8, um aus der G7 die G8 zu machen. Haben sich da natürlich intensiv mit Russland auseinandergesetzt. War das damals noch nicht klar? War das nicht sichtbar? Im Rückblick erscheint uns Geschichte immer linear. Geschichte ist nicht linear. Wladimir Putin ist nicht im Dezember 1999 russischer Präsident geworden, um am 24. Februar 2022 die Ukraine zu überfallen. Wladimir Putin, das muss man sich klar machen, ist ein KGB-Offizier. Und KGB-Offiziere sind nicht ausgebildet in strategischem Denken, sondern in taktisch-operativem Handeln. Das ist die Stärke der russischen Seite. Und das Vorgehen ist davon bestimmt, dass man sich mehrere Optionen des Handelns auf den Tisch legt und dann sagt: Mal sehen, was geht. Und was geht, hängt davon ab, wie wir reagieren, sehr stark. Und Wladimir Putins Politik ist auch eine Politik der Entwicklung gewesen. Wenn wir auf 2001 schauen, seine Rede im Bundestag, ist das eine Rede an sein Land, an sein Volk. Ich will Russland die Demokratie führen, ich will eine Marktwirtschaft einführen. Wir müssen uns mit der Geschichte auseinandersetzen, elementar. Und er mag damals die Hoffnung gehabt haben, ein anderes Russland bauen zu können, eines, das in Europa, nach russischen Vorstellungen natürlich im gewissen Umfang, im Einvernehmen lebt. Aber in dem Moment, wo Geschichte sich entwickelt, reagiert er auf Herausforderungen, wie wir sehen, mit klassischen Reflexen des sowjetischen Geheimdienstes. Als die ersten Wirtschaftsschwierigkeiten anfangs der 2000er Jahre auftreten, Verstaatlichung der Wirtschaft. Als es zu politischen Protesten im Lande kommt, Repression. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die so oder so hätte verlaufen können. Im Rückblick haben wir das Gefühl, alles ist eindeutig. Wenn dem so wäre, könnte uns heute jeder sagen, welche Politik wir gegenüber China einschlagen müssen. Denn wir wissen ja, wie China sich verhalten wird. Wissen wir es? Nein, wir tun es nicht. Es kann so gehen, es kann so gehen. Von daher müssen wir selber mit einer Bandbreite an Optionen auch immer einer solchen Situation gegenüberstehen. Ich möchte gerne mal auf die konkreten Bedrohungen zu sprechen kommen. Die Liste der russischen Angriffe ist ja lang. Welche von dieser Aktivitäten halten Sie für am bedrohlichsten? Das ist schon dieses schrittweise Vorgehen, also auch immer dieses, die roten Linien, die es mal gab, die immer weiter verschoben worden sind und das, was jetzt auch mittlerweile rhetorisch stattfindet aus Russland heraus, dass davon Atombombenabwürfen und so weiter gesprochen wird, nicht mehr nur in der Ukraine, wie noch anfangs, sondern möglicherweise in Europa. Das ist alles erstmal nur Rhetorik, aber trotz allem werden da Szenarien getestet gewissermaßen, also auch inwieweit das aufgenommen wird in Europa, wie man darauf reagiert. Die Reaktion des Westens darauf. Nach allem, was wir wissen, gab es aus Amerika eine Ansage, wir werden nicht adäquat reagieren, sondern wir werden dann mit anderen Mitteln auch dafür sorgen, dass Russland nicht mehr so agieren kann wie bisher, militärisch. Das heißt, es hat offenbar erstmal gewirkt, aber diese Rhetorik nimmt jetzt wieder zu. Also müssen wir auch auf sowas eine Antwort finden und die muss halt stark ausfallen. Also wie es bekannt ist und wie es immer wieder gesagt wird, Putin wird nur reagieren, wenn er eine starke Ansage bekommt. Wenn man Angst zeigt, dann wird er das ausnutzen. Ein besonders anschaulicher Fall der hybriden Kriegsführung Russlands in der letzten Zeit waren die sogenannten Taurus-Leaks mit weitreichenden Konsequenzen. Auch Tage nach deren Veröffentlichung sorgen sie weiter für Streit in der Regierung und für öffentliche Debatten. Müssen jetzt Konsequenzen gezogen werden oder spielt man damit nur Putins Spiel? Hallo? Es ist ein brisantes Leck, ein Gesprächsmitschnitt zwischen hochrangigen Luftwaffenoffizieren der Bundeswehr. Sie sprechen über Taurus, einem Marschflugkörper mit großer Reichweite und gewaltiger Zerstörungskraft.
Im Gespräch ging es darum, Möglichkeiten auszuloten, diese Waffe gegebenenfalls in die Ukraine zu schicken und auch um mögliche Ziele. Zum Beispiel die Brücke von Kertsch, die die Krim mit Russland verbindet und von der Ukraine als Symbol der russischen Besatzung angesehen wird. Der Vorfall eine große Blamage für Berlin. Das alles ist ein perfides Spiel, was Putin hier spielt, und dem dürfen wir nicht auf den Leim gehen. Die Tonaufnahme wurde von Margarita Semonjan, der Leiterin des russischen Staatssenders Russia Today, in den sozialen Medien veröffentlicht. Der Kreml spottet. Unsere NATO-Kollegen sind offensichtlich involviert. Wie wollen sie es ihrer eigenen Bevölkerung erklären? Ist der Westen zu sorglos bei der Abwehr russischer Hybridangriffe? So, da gehen wir mal direkt drauf ein, auf diese Taurus-Affäre. Offenbar hat selbst der Luftwaffenchef keine sichere Leitung benutzt. Ich frage Sie mal, als ehemaliger BND-Vizepräsident, glaube ich, waren Sie da. Wie ist das überhaupt möglich? Die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation, die modernen sozialen Medien, sind der wahr gewordene Traum aller Nachrichtendienste. Wer glaubt, er könne über WhatsApp, E-Mail und selbst Signal oder sowas geschützt kommunizieren, unterliegt einem grandiosen Irrtum. Das ist, als würde man mit einem Megafon durch die Stadt rufen. Von daher ist es überhaupt kein Wunder, dass hier abgehört wird. Und wir wären sehr viel sicherer und besser aufgestellt, wenn wir allein jene Vorschriften einhalten würden, die es ja gibt für diese Kommunikation. Wir können sicher kommunizieren. Wir haben gute Möglichkeiten. Die deutschen digitalen Möglichkeiten sind nicht schlecht. Aber wir müssen uns einfach an die vorgegebenen Regeln halten und dürfen uns nicht irgendwo aus dem Hotel frei in solche Kommunikationsplattformen einwählen und über Dinge reden, die für die russische Seite von höchstem Interesse sind. Wie groß ist der Schaden durch diese Taurus-Affäre? Der ist enorm in dem Sinne, dass wir seit Wochen jetzt schon in Deutschland diskutieren und uns Gräben aufgeworfen werden in der Regierung, zwischen Opposition und Regierung, im Parlament. Die ganze politische Debatte ist so aufgeheizt, dass eigentlich nicht mehr rational gesprochen wird. Und das ist das Problem, was ich da sehe. Also, dass man sich nicht zusammentut und sagt, was finden wir für eine Lösung, in diesem Fall Russland, sondern dass man sich untereinander zerstreitet. Und das ist genau das, worauf Putin hinaus will. Ist das so, spielt Deutschland im Moment Putins Spiel? Ja, also mit dieser Affäre, sie dient Putin auch innenpolitisch, weil das Bild, was er jetzt schaffen will, ist, dass Deutschland oder der Westen bedroht Russland. Und das hat er sehr erfolgreich damit quasi gemacht. Ja, und sehr erfolgreich auch Aufmerksamkeit abgelenkt vom Tod und Begräbnis von Alexei Nawalny. Deswegen vielleicht, damit es auf on the long run Putin nicht dient, muss man natürlich schnell die Affäre aufarbeiten und sich mit den Gedanken versöhnen, dass man mit solchen Aktionen leben vielleicht muss. Ja, nicht in diesem Ausmaß, dass Bundeswehr abgehört wird, aber mit solchen Provokationen und Geheimdienstoperationen, sie werden wahrscheinlich öfter sein. Also es hat ja ein Fehlverhalten gegeben, da eindeutig. Heißt das keine personellen Konsequenzen, weiter Business as usual? Spielt man dann Putins Spiel, wenn man jetzt sagt, okay, da muss es personelle Konsequenzen geben? Also lassen Sie uns mal nochmal auf den Punkt runterbrechen, um den es geht. Die russische Seite versucht immer wieder, die Debatte zu uns zu tragen und eine Art Schuldlastumkehr zu betreiben. Immer wieder uns damit zu beschäftigen, wo ist bei uns Fehlverhalten? Sind wir möglicherweise schuld an dem, was Russland macht? Das ist eine besonders beliebte Debatte, die immer wieder geführt wird. Als Botschafter hatte ich ständig das Gefühl, wir seien eigentlich in der Krim einmarschiert am Ende. Und diese Debatte dürfen wir nicht führen. Die dürfen wir uns nicht aufzwingen lassen. Wir müssen immer wieder auch in der öffentlichen Debatte das, was geschehen ist und was geschieht, auf den eigentlichen Punkt zurückführen, auf die Wahrheit dessen, was geschieht. Russland hat die Ukraine überfallen. Russland führt dort einen Krieg. Und dem müssen wir uns entgegenstellen und uns nicht Debatten aufzwingen lassen, die von Russland mit relativ billigen Mitteln der Propaganda, der Desinformation, der hybriden Kriegsführung, wie Sie richtig gesagt haben, durchgeführt werden, die man im Übrigen alle als Instrumente nachlesen kann
in einer immer noch gültigen Rede des russischen Generalstabschefs von 2013, ist immer noch der gleiche Generalstabschef, wo er alles runtergebetet hat, was man denn so machen kann. Wenn man sich das anschaut, weiß man genau, womit wir es zu tun haben. Es sieht so aus, als ob besonders Deutschland völlig hilflos gegenüber diesen hybriden Angriffen ist. Ist das so? Haben wir wirklich den Schuss noch nicht gehört? Ich denke, es gibt ja zum Beispiel jetzt gerade diesen Prozess gegen diesen BRD-Agenten und seinen Komplizen. Und da wird jetzt nach und nach sichtbar, wie naiv man zum Teil ist, auch in bestimmten Behörden, bestimmte Mitarbeiter. Es gab auch andere Fälle, die ja schon bekannt geworden sind, wo es auch schon Gerichtsprozesse gab, wo Leute, die in diesen Sicherheitsbereichen tätig sind, arglos quasi zugegangen sind auf die russische Botschaft, auf andere. Und dieses Bewusstsein fehlt einfach bisher noch, was eigentlich dahinter steht, in wessen Dienste man sich stellt und was das für Folgen haben kann. Selbst wenn man nur kleine Dinge tut, kann das am Ende große Folgen haben, die man vielleicht in dem Moment noch gar nicht übersieht, wenn man sich mit jemandem einlässt, der vielleicht Verteidigungsattaché der russischen Botschaft ist, wo man aber mittlerweile weiß, das sind im Wesentlichen, die sind alle verbunden mit dem russischen Militärgeheimdienst. Also hilflos halte ich für das falsche Wort. Zum einen liegt es in der Natur der Sache, dass wir als freiheitliche Demokratien natürlich ein Stück weit nicht in der Lage sind, uns mit bestimmten Verhaltensmustern von jemandem auseinanderzusetzen, der jede Grenze bereit ist, zu überschreiten. Weil wir zu Recht nicht mit gleicher Münze heimzahlen wollen, nicht genauso reagieren. Damit müssen wir in der Tat auch leben und das ist auch richtig so. Zugleich sind wir in der Lage gewesen, uns dem russischen Angriff entschlossen und erfolgreich gegenüberzustellen. Wir müssen doch sehen, dass es Wladimir Putin mit einer der größten Militärmächte der Welt in 2 Jahren nicht gelungen ist, ein wesentlich kleineres, schwächeres Land, wie er es vorgehabt hat, in wenigen Tagen zu tun, zu unterjochen oder überhaupt nur wesentliche Erfolge zu erzielen. Das ist das Entscheidende und das ist das, was auch Wladimir Putin in eine Situation bringt, die im Ergebnis der Ukraine helfen kann und auch uns. Denn zu seinen ursprünglichen Kriegszielen, nämlich die Ukraine, wie auch immer, zum Marionettenstaat zu machen, zu unterjochen, zu annektieren und uns insgesamt zu schwächen, die internationale Ordnung zu schwächen, mit den Forderungen, die er uns ja schriftlich gegeben hat im Dezember 2021, ist ein weiteres Ziel hinzugekommen. Wladimir Putin kämpft um seine Macht zu Hause. Wer als Alleinherrscher derartige Ziele sich vornimmt, verkündet, der darf nicht mit schlechten Kompromissen nach Hause kommen. Und das ist seine Achillesferse. Auf die gilt es auch weiter zu zielen. Und dann können wir diese Auseinandersetzung erfolgreich bestehen. Stimmen Sie dazu? Ja, ich glaube, dass hier, wenn man mit Analogie zu Worten von Bundeskanzler zieht, wir müssen eine Art mentale Zeitenwende vollziehen. Und hier Politik wie Gesellschaft. Und diese mentale Zeitenwende wird mit sehr, sehr unangenehmen und für uns ungemütlichen Wahrheiten verbunden sein. Wir haben nicht die Logik Nullsummenspiels von Putin, aber wir müssen diese Logik kennen. Wir sind nicht diejenigen, die Angriffskrieg angezettelt haben, aber wir müssen ABC von Abschreckung und diese Logik lernen. Und deswegen, das steht uns allen bevor. Und ich finde das Stichwort mentale Zeitenwende sehr interessant. Wenn ich da kurz unterbrechen darf, ist Deutschland überhaupt bereit für eine mentale Zeitenwende? Es gibt ja immer noch die Hoffnung, also wenn man mit Leuten redet, speziell auch in Ostdeutschland oder auch dieser Gedanke, dass man doch eigentlich eher auf der russischen Seite steht. Also, dass man viel mehr gemeinsam hat mit Russland als mit Amerika zum Beispiel. Und diese Menschen auch mitzunehmen und davon zu überzeugen oder ihnen klarzumachen, was das eigentlich bedeutet, mit Putin oder mit Russland in einem Boot zu sitzen. Was das mit Ostdeutschland auch machen würde, wenn man jetzt diesen Wunsch hätte, es sei näher an Russland dran. Das muss auch viel stärker noch auf eine Art vermittelt werden, dass die Leute es verstehen. Also nicht als Konfrontation, sondern was sind denn jetzt konkret die Folgen? Was habt ihr denn zu befürchten, wenn die Demokratie nicht mehr die ist, wie wir sie haben, sondern auf eine Autokratie hinausläuft und so weiter? Ich denke, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Wäre Deutschland, wäre Olaf Scholz, den wir gerade eingeblendet gesehen haben, gut beraten, auf seine Kollegen in den östlichen NATO-Staaten zu hören, in Polen, im Baltikum? Absolut. Zum Beispiel auch Finnland. Nehmen die das richtig ernst und Scholz nicht?
Ich denke, wenn man zum Beispiel Finnland nimmt, da wurde ja sehr, sehr viel mehr gemacht. Und da gab es auch eine sehr grundsätzliche Änderung, dass man gesagt hat, okay, wir müssen in die NATO. Das war ja lange Jahrzehnte, war das überhaupt gar kein Thema. Jetzt hat man sogar ein Militärabkommen mit den USA. Jetzt kommen wahrscheinlich US-Soldaten demnächst nach Finnland. Das war alles lange Zeit undenkbar. Aber man hat früh genug angefangen, darüber nachzudenken und offen darüber zu debattieren, eigentlich schon 2008. Und ist dann, weil man weiß, dass man dieses Land vor der Tür hat, diese 1340 Kilometer gemeinsame Grenze mit Russland, hat man so debattiert, jetzt auch während des Wahlkampfes zur Präsidentschaft, die Alexander Stubb gewonnen hat, dass man wusste, okay, wir müssen uns einig sein. Also wir brauchen eine gemeinsame Politik. Und da ist man über alle Gräben hinweggegangen, alle politischen Gräben von allen politischen Seiten her und hat gesagt, okay, das ist jetzt unser gemeinsames Ziel. Und das ist durchaus eine Vorbildwirkung, würde ich sagen. Ich möchte da noch einmal kurz einhaken, was Sie eben gesagt haben, dass Deutschland und der Westen freiheitliche Demokratien natürlich andere Instrumente nutzen müssen, als dass eine de facto Diktatur wie Russland das kann. Erstens, sind die deutschen Sicherheitsorgane in überhaupt irgendeiner Form satisfaktionsfähig, was Russland betrifft? Und zweitens, müssen sich unsere Standards ändern? Ganz grundsätzlich denke ich, dass die Zeitenwende in Summe so schlecht nicht gelingt. Wir müssen zugleich sehen, von wo kommen wir her als Land. Wir sind, wenn man so will, ein ganz großer Tanker, der aber nur langsam dreht. Das ist klar. Wir sind ein Land, das immer darauf setzen konnte, und das war auch das, was von uns historisch verlangt war, dass wir uns nicht hochrüsten, dass andere uns schützen. Und das herumzunehmen, ist nicht einfach. Da passiert eine Menge, und mein Eindruck ist durchaus, dass in der Mentalität sehr vieler Menschen eine Klarheit darüber besteht, vor welcher Auseinandersetzung wir stehen. Es gibt, da stimme ich Frau Stüber absolut zu, weiter Aufklärungsnachholbedarf. Wir brauchen eine klarere Kommunikation, darüber häufig auch. Das muss immer wieder in Erinnerung gerufen werden, worum es geht. Aber ich denke, dass wir in Summe auf einem nicht so schlechten Weg sind. Der bedarf immer wieder neuer Anstrengungen und der verlangt eines vor allem. Wir müssen stärker als in der Vergangenheit priorisieren. Was ist uns als Land wichtig? Und darauf müssen wir unsere Mittel verwenden. Es geht um unsere Sicherheit. Es geht um Bildung. Es geht um wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Es geht um die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel. Wenn wir sagen, das sind unsere Prioritäten, darauf müssen wir unsere Anstrengungen konzentrieren. Ich denke, dass im Land häufig sehr viel mehr gesunder Menschenverstand unterwegs ist, als in der Politik manchmal vermutet wird. Den Eindruck wird man häufig nicht los. Haben Sie das Gefühl, dass das in Deutschland schnell genug geht? Gemessen, also wenn wir jetzt Status quo jetzt mit den Merkel-Jahren vergleichen, gemessen daran ist sowohl die Politik als auch die Gesellschaft einen Weg zusammengegangen. Aber gemessen an der Situation in der Ukraine, der jetzt in diesem Moment Munition fällt, um diese Aggression standzuhalten, gemessen an umfassender Bedrohung, weil wir sehen, dass Russland ihre Aggression in der Ukraine, ja, Russland ist nur Spitze des Eisbergs, auch wenn wir uns auf diesen Krieg jetzt beschränken. Ja, wir sehen, dass er ist nur möglich, weil Russland durch China und durch Iran mit Waffenlieferungen unterstützt wird. Ihre Kriegswirtschaft durch Kooperation mit China, Ersatzteile und Ausrüstung von dort auf dem Halt, also so in diesen Schlagzeilen gehalten wird. Das heißt, die Herausforderung ist sehr, sehr groß. Und hier, wie Sie richtig gesagt haben, um nicht von einer Krise in die andere springen und so einen Krisen-ADHS zu bekommen, da müssen wir versuchen, doch Augen aufzumachen und wirklich Analyse der Situation zulassen, die uns dann befähigt zu handeln. Ja, also deswegen hier, viel ist getan, aber Herausforderungen sind sehr, sehr groß. Deutschland steht ja nicht allein. Es gibt NATO-Partner, es gibt EU-Partner. Auf der anderen Seite, wird Deutschland überhaupt als Sicherheitspartner noch ernst genommen von den Partnern in der EU, von der NATO? Ich meine, die Amerikaner, Briten, Australier haben die zum Beispiel diese Five Eyes-Zusammenarbeit in der Geheimdienste. Brauchen wir sowas Ähnliches?
Es gibt ja nach Angaben des BND-Präsidenten durchaus enge Kontakte und zum Beispiel die Geschichte, die mit dem BND-Agenten passiert ist. Da wurde nachher sehr viel Kommunikation betrieben, um das wieder zu reparieren, um klarzumachen, der BND funktioniert gut. Nach allem, er war gestern Zeuge in diesem Prozess. Nach allem, was er gesagt hat, funktioniert das wieder. Aber klar, jedes Mal, wenn was Neues kommt, muss das wieder neu repariert werden. Aber es ist ja nicht so, dass die anderen nicht auch unter Druck stehen und dass da nicht auch Dinge passieren und auch nicht gute Dinge, manchmal peinliche Dinge. Insofern ist es ja einfach die Aufgabe, dass diese Staaten, die da diese gemeinsamen Interessen haben, zusammenkommen und sich gemeinsam überlegen, wie sie diese Herausforderungen angehen können und eben auch genau wiederum das Bewusstsein schaffen können, dass die eigenen Mitarbeiter sich nicht in solche Fallen begeben. Also. Herr Fritsch? Die Kooperation, denke ich, funktioniert insgesamt gut. Was sie natürlich beschädigt und bei den anderen Irritationen auslöst, sind solche Vorkommnisse wie diese Taurus-Geschichte. Weil offensichtlich wird, dass wir vielleicht unsere eigenen Sicherheitsstandards nicht ernst genug nehmen und andere zögerlich sein mögen, uns deswegen mit Informationen zu versorgen, die interessant sein könnten. Aber in Summe ist die Kooperation, denke ich, gut. Und was uns als Land, glaube ich, doch Respekt verschafft hat, ist die Tatsache, dass wir nicht nur jenes Land sind, das die Ukraine in ihrer großartigen Verteidigung am zweitmeisten unterstützt. Pro Kopf leisten wir mehr als die USA. Litauen, Dänemark, andere Länder leisten pro Kopf noch mehr. Und das, denke ich, ist etwas, womit wir uns durchaus nicht nur eine Stimme, sondern Ansehen verschaffen. Worauf es am Ende allerdings entscheidend ankommen wird, werden die USA in der Lage und bereit sein, die Ukraine weiter so zu unterstützen, wie das erforderlich ist, damit sie eines Tages in der Lage sein wird, auf Augenhöhe über Szenarien nach diesem Krieg mit Russland zu reden. Bevor wir weitersprechen, kommt jetzt ein kurzer Überblick über die wichtigsten Aktivitäten der russischen Geheimdienste im Bereich der hybriden Kriegsführung und danach reden wir weiter. Anwerben von Spionen oder Informanten. Ein Klassiker der Geheimdienstaktivitäten. Mutmaßliche Verräter wie Carsten L. gibt es auch beim Bundesnachrichtendienst. Er soll vertrauliche Informationen an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Sabotage. Besonders verletzlich sind Unterseekabel oder andere kritische Infrastruktur, wie das Beispiel der Gasleitungen von Nord Stream zeigte. Im Visier von Cyberattacken Behörden und Institutionen wie das EU-Parlament oder der Deutsche Bundestag. Sie wurden abgehört, eingeschleuste Trojaner griffen geheime Daten ab. Stimmungsmache bei Wahlen. Im Juni sind Europawahlen. Auch hier, so Befürchtungen, könnte Putin über Desinformation gezielt Einfluss nehmen. Was kann der Westen Putins verdeckten Krieg entgegensetzen? Die Frage gebe ich direkt mal weiter, vor allem unter dem Stichwort Desinformation. Wir als Journalisten, was haben wir dem denn eigentlich entgegenzusetzen? Können wir dem was entgegensetzen? Darüber habe ich mir auch viele Gedanken mit meinen Kolleginnen und Kollegen gemacht. Wir hatten ja auch diesen Faktenfinder eingeführt bei der Tagesschau, wo es darum geht, das alles richtig zu stellen, was dort kommt an Desinformation. Das haben wir über ein paar Jahre jetzt gemacht. Das kommt auch an Grenzen, muss man sagen. Man kann nicht immer das aufnehmen, was von der anderen Seite kommt und das dann noch größer machen, indem man darüber berichtet. Sondern ich habe mittlerweile den Eindruck, es geht mehr darum zu erklären, was da genau passiert, damit die Leute das besser verstehen. Natürlich auch weiterhin Argumente zu liefern, um zu sagen, das ist das, das sind die Fakten. Damit könnt ihr arbeiten, wenn ihr Gespräche führt mit Menschen, die sich auf diese Desinformation einlassen. Aber mehr noch mittlerweile das klarzustellen, was eigentlich wirklich passiert. Also wegzukommen von dem, was dort ständig kommt, sondern mehr, wir sind was, wir haben unsere Sichtweise, unsere Fakten und die müssen wir besser transportieren, besser erklären, auch stärker werden darin, auch gewisserweise mit einem Selbstbewusstsein aufzutreten, zu sagen, wir vertreten hier aber die Fakten und wir stellen die Fakten dar und wir ordnen sie für euch ein und dann haben wir ein Angebot für euch, für das Publikum, damit ihr damit darüber nachdenken könnt und arbeiten könnt gewissermaßen. Reicht das? Es ist ein Ansatz, den ich mittlerweile sehe in dieser Situation, der vielleicht besser funktionieren kann, als zum Beispiel immer auf diese Desinformation einzugehen. Aber natürlich muss da auch viel mehr von der Politik noch kommen. Da muss viel mehr erklärt werden. Da muss Herr Scholz als Kanzler eben erklären, warum will er denn die Taurus nicht? Also was ist jetzt wirklich das, was dahinter steht? Weil die Leute damit unzufrieden sind, weil sie Gedanken entwickeln, was da wirklich dahinter stehen könnte. Und das macht unzufrieden, unsicher und stärkt auch das Vertrauen in die Politik nicht. Und da ist ein wichtiger Ansatz, wo die Politik noch eine Menge leisten muss, um das Vertrauen
Vertrauen wieder zu herzustellen. Wie sehen Sie das? Wir kommen gleich noch mal zu Ihnen, Herr van Fritsch. Aber haben Sie das Gefühl, dass die Medien einen guten Beitrag leisten im Kampf gegen Desinformation und gegen diese hybride Kriegsführung? Ich denke schon. Also ich denke schon, weil in der ganzen Geschichte von also unserer Auseinandersetzung und dieser harten Konfrontation waren die Medien, die uns aufgeklärt haben, waren die investigative Journalisten, die die Zusammenhänge enthüllt haben. Also deswegen ist es wirklich, also es ist sehr, sehr wichtige Kraft. Es ist das, was wir dem entgegensetzen sollten und entgegensetzen. Aber was mich wirklich besorgt und was notwendig ist, ist die Mechanismen von dieser Propaganda zu enthüllen. Ja, wie es funktioniert, wie es auf uns wirkt, wie es auf Meinungsbildung wirkt. Weil eine solcher Mechanismen ist einfach von Russland aktiv benutzt, ist einfach, dass man Informationssphäre mit vielen total absurden Behauptungen überflutet, so dass man sagt, ich kann die Wahrheit nicht finden und zweifelt an eigenen Medien. Und hier das, was Silvia gesagt hat, demokratische Bewusstsein, die wir entwickeln sollen, indem wir diese hybride Bedrohungen begegnen, ist sehr, sehr wichtig. Ich denke, hier sind ein paar sehr wichtige und richtige Dinge gesagt worden. Erstens, wir sollten uns nicht an jedem Schuldhappen und Verantwortungshappen, der uns sozusagen von Russland über den Zaun geworfen wird, abarbeiten. Zweitens sollten wir genau das tun, was, wie ich finde, der deutsche Journalismus, aber auch in anderen Ländern in den vergangenen Jahren sehr gut gemacht hat, sich mit der Wahrheit auseinandersetzen und auch mit einem anderen Wahrheitsbegriff. Ist wahr das, was wahr ist, oder ist, wie es aus russischer Sicht ist, wahr das, was nützlich ist? Sich damit auseinandersetzen und zugleich, wie Frau Stöber gesagt hat, die Debatte immer wieder auf das Grundsätzliche zurückführen. Worum geht es tatsächlich? Vor welcher Auseinandersetzung stehen wir? Und damit auch nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, angesichts dieser unzähligen Angriffe, die auf uns niederzuprasseln scheinen, sondern auch einen Blick darauf zu bewahren, welches ist am Ende eigentlich das überlegene System. Und dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir auf längere Sicht natürlich sehr viel bessere Voraussetzungen haben, uns damit auseinanderzusetzen, aus dem ganz schlichten Grund, weil die Demokratie wandlungsfähig ist, weil wir Dinge leichter ändern können, weil wir eine freie Meinung haben, die Dinge kontrovers diskutiert. Und dass das wiederum eine Achillesferse autokratischer Systeme ist. Sie sind nicht wandlungsfähig, sie sind nicht entwicklungsfähig. Und wenn wir schauen, wo wir heute stehen und wo Russland heute steht, zeigt sich ja, dass dieser Krieg Russland und damit Wladimir Putin sein eigenes Land ungeheuer schadet. Mhm. Er hat eine Kriegswirtschaft eingeführt, er fährt die Wirtschaft auf Felge, er lebt längst von seinen Reserven. Das Verhältnis zu China klappt bei weitem nicht so gut, wie es ist. Die Ölexporte nach China waren geringer als im Jahr zuvor. Russland gibt gegenwärtig 40% seines Staatshaushaltes für diesen Krieg aus. Die Einnahmen aus Öl und Gas, mit denen dieser Staatshaushalt gefüttert wurde, lagen früher bei 50%. Sie sind jetzt bei 28%. Das lässt sich auf Dauer nicht durchhalten. Und da sind wir genau bei der Wette auf die Zeit, die Wladimir Putin mit uns eingegangen ist. Geht ihr zuerst in die Knie oder gehe ich zuerst in die Knie? Und da denke ich, haben wir allen Anlass zu mehr Selbstvertrauen auch in unsere eigenen Stärken und in die längerfristige Überlegenheit unseres Systems in dieser Auseinandersetzung. Ich habe neulich ein Zitat gelesen, da hat jemand gesagt, man darf Russland nicht als Staat mit einem starken Geheimdienst sehen, sondern man muss Russland als einen Geheimdienst sehen, der einen Staat hat. Das ist natürlich nicht mit dem zu vergleichen, wie der Westen funktioniert. Aber die Geheimdienste, über die wir ja reden, die russischen Geheimdienste, sind ja nun weitaus umfangreicher, weitaus größer, weitaus stärker. Ob sie besser sind, darüber erlaube ich mir kein Urteil. Aber meine Frage ist jetzt, wo wir über die Medien sprechen, sind andere Organisationen der Zivilgesellschaft inzwischen auch auf der Zielliste der russischen Geheimdienste? Also ich rede von Medien, NGOs, anderen Organisationen. Auf jeden Fall. In dem Sinne
was es eben an hybriden Maßnahmen gibt. Also da geht es natürlich um Hackerangriffe. Das kommt ja auch aus diesem Umfeld der russischen Geheimdienste. Also es ist ja auch so eine meandernde Sache. Also es ist keine klare Grenze, da ist der Geheimdienst und da ist der Rest der russischen Gesellschaft, sondern da werden Hacker benutzt oder erpresst quasi, um für die russischen Dienste zu arbeiten und solche Dinge. Oder es werden andere, auch Wirtschaftsleute in Russland erpresst, damit sie Dinge hier in Deutschland tun, Gerichtsprozesse anstrengen gegen zum Beispiel Journalisten, russische Journalisten und so weiter. Also das ist alles so ein ineinander Übergehen, worauf man sehr bewusst reagieren muss und was man eben auch wahrnehmen muss, dass diese Gefahr da ist und dass das mit geheimdienstlichen Methoden durchgeführt wird. Wie gesagt, Erpressung, Brutalität, alle möglichen Dinge, die wir uns eigentlich nicht vorstellen wollen und mit denen wir auch selber gar nicht umgehen können oder möchten eigentlich, aber was sie eben tun müssen. Und wenn es dann möglich ist, und das passiert jetzt gerade sehr häufig, dann wird das eben vor Gericht ausgetragen und dann werden eben die getroffen, hoffentlich, die tatsächlich auf der falschen Seite stehen. Hm. Haben Sie da Erfahrungen aus Ihrer aktiven Zeit? Wozu? Was die Unterwanderung von gesellschaftlichen Gruppen zum Beispiel in Zielländern betrifft durch die russischen Geheimdienste. Wenn man die Natur des russischen Systems sieht, die eine vom Geheimdienst dominierte Gesellschaft und politische Ordnung ist. Geführt von einem Mann, der über sich selbst gesagt hat, einmal KGB, immer KGB. Dann erkennen wir, dass wir es eben mit Operationen gegen uns zu tun haben, die genau auf all das zielen, was Sie gesagt hatten, was Frau Stöber gesagt hat, dass wir uns dessen bewusst sein müssen und dass wir es mit, aber eben noch einmal mehr einem taktisch-operativen Vorgehen zu tun haben, denn einer umfassenden Strategie. Und überall da, wo wir dem in Entschlossenheit gegenübertreten, wo wir selbst Stärke gegen solche Operationen zeigen, wird die andere Seite nicht vorgehen oder sich zurückziehen oder was anderes probieren. Und sie ist ja nicht immer gut. Die russischen Geheimdienste lassen sich ja immer wieder salopp gesagt mit der Hand in der Keksdose erwischen. Mhm. Das kommt ja immer wieder raus. Dann schicken sie da zwei Agenten nach Großbritannien, um zu versuchen, jemand mit einem Nervenkampfstoff zu ermorden. Und drei Tage später hat das Internet komplett herausgefunden, wer die sind, für welchen Dienst sie arbeiten, wie sie wirklich heißen. Dann versucht man, das in Russland zu reparieren. Das klappt aber nicht. Man ist nicht so wahnsinnig gut. Geheimdienste sind manchmal eben auch plump und die russischen sind brutal, wie wir gesehen haben. Nehmen wir den Tiergartenmord. Aber der Mörder wurde sofort als russischer Geheimdienstagent enttarnt. Und es geht darum, Entschlossenheit und Stärke dem gegenüber zu zeigen und aufzudecken, mit welchen Mitteln die andere Seite operiert. Der Machtapparat der Geheimdienste in Russland, der das tief ins Volk eindringt, wie muss man sich das vorstellen? Na, peu à peu wurde russische Elite ersetzt und von den Putin-Weggefährten aus Geheimdienstzeiten ersetzt. Und natürlich, wenn wir hier vor dem Angriff von Russlands zittern, so ist die Angst, der dort herrscht, viel größer, weil die Repressionen, die Putin kontinuierlich hochfährt, betreffen verschiedene Gruppen, Elite, Politiker, oppositionelle Politiker. Und Bandbreite ist von Inhaftierung für Jahrzehnte bis zur Giftanschlägen, Vergiftung und so weiter. Es betrifft ganz normale Leute, es betrifft NGO-Aktivisten. Und so herrscht Klima des Angstes und Eindruck, dass diese Repression, obwohl jeden treffen kann. Ich frage Sie noch mal als ehemaligen BND-Verantwortlichen. Wir sehen immer so aus, als ob die bösen Russen alles ausspionieren und angreifen. Was gibt es eigentlich Gegenmaßnahmen? Gibt es Aktivitäten in Russland? Also zum Glück haben wir eigene Nachrichtendienste. Und wir müssen immer wieder erkennen, dass bei einem Nachrichtendienst es auf die Qualität dessen ankommt, was er tut und wofür er arbeitet. Unsere Nachrichtendienste sind dazu da, unsere Demokratien zu schützen. Die Nachrichtendienste der Autokratien sind dazu da, unsere Demokratie zu unterminieren und auszuhöhlen und das eigene Land in Repression zu halten. Von daher ist es richtig, selbst mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu arbeiten und auch darüber aufzudecken, was in diesem Land passiert. Denn Frau Sannikova hat natürlich völlig recht. Hier haben wir es mit einer Autokratie zu tun, die mit den drei klassischen Mitteln jeder Diktatur arbeitet, nämlich erstens der großen Lüge, der Propaganda,
Zweitens der kontinuierlichen Bestechung. Autokratien sind darauf angewiesen, sich Zustimmung kaufen zu können. Und das ist beliebig lange nicht möglich. Und drittens der Repression. Man schafft ein Klima der Angst im Land. Das fängt mit der Sprache an, die sich zum Teil schon wieder der Sprache der stalinistischen Zeiten bedient. Fünfte Kolonne, nationale Verräter, dieses ganze Vokabular. Und es reicht, ein solches Klima zu erzeugen, ohne umfassende Einzelmaßnahmen, dass man das Land in eine Stimmung bringt, wo die Menschen sich traditionell sagen, wer gesenkten Hauptes geht, dem wird der Kopf nicht abgeschlagen. Das ist ja die Situation. Wir dürfen nicht darauf hoffen, dass es in Russland zu einem Umbruch kommt aus politischen Erwägungen oder politischen Gründen. Aber wovor Wladimir Putin offensichtlich Angst hat, ist, dass die Menschen aus wirtschaftlicher Not, aus sozialer Verzweiflung heraus eines Tages auf die Straße gehen. Wie viel Angst hat ein Regime, das Menschen verhaftet, die Blumen niederlegen für einen ermordeten Kritiker? Ich möchte jetzt mal zur Schlussrunde kommen mit der letzten Frage, um das alles mal zusammenzufassen. Kann der Westen Russlands hybriden Kriegern überhaupt Einhalt gebieten? Wir fangen mal hier an. Natürlich, wenn wir von der Logik, dass durch Kompromissbereitschaft wir etwas erzielen können, uns verabschieden, wenn wir abschließend mit vielen, vielen Prämissen, von vielen, vielen Prämissen, die unser Denken über Russland so viele Jahrzehnte bestimmt hat, verabschieden, dass die Sicherheit ist nur mit Russland möglich. Schon in der Zeit, wo Russland selbst unser Sicherheitsrisiko ist, dass wir immer noch Russland ist alleinige Ziel von unserer Empathie und unserer Schuld für die Verbrechung des Nationalsozialismus. Wir führen uns vor die Augen, dass Ukraine und Belarus viel mehr betroffen wurden. Wenn wir das aufarbeiten, dann ja. Ganz kurzes Schlusswort. Natürlich können wir diese Auseinandersetzung bestehen, weil wir noch einmal das überlegene System haben, weil wir diese Zeitenwende vornehmen und wenn wir dann noch einmal eine Politik haben, die klar priorisiert, immer wieder auch kommuniziert, worum geht es eigentlich, dann sind wir in einer hervorragenden Situation, das zu bestehen. Ich schließe mich dem Optimismus an, dass wir eigentlich ein stärkeres, besseres System haben. Wunderbar, herzlichen Dank für diese kurze Zusammenfassung. Das war Auf den Punkt für heute. Wir hoffen, dass Ihnen die Diskussion gefallen hat. Und wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, diskutieren Sie bitte mit. Wir freuen uns auf Ihre Sicht der Dinge hier unten in den Kommentaren. Von mir und dem ganzen Team in der Redaktion und in der Technik herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald.